Nach einem grandiosen 3:1-Erfolg in der Champions League gegen den FC Liverpool müssen wir heute in der Liga wieder ran, gegen Hertha BSC. Und wir werden ein bisschen durchwechseln. So, Hakimi, guck mal, Hakimi ist doch schon bei einer 16 in Bissigkeit. Ich finde es halt nur sehr, sehr schwer, das so aufrecht zu erhalten. So, Renier für Reus. Und vorne drin kann Morelos ruhig beginnen, würde ich behaupten. Und ansonsten würde ich gern auf jeden Fall noch Sancho mit auf die Bank nehmen für Hazard. Ja, und das ist jetzt unsere Aufstellung für heute gegen den selbsternannten Big City Club. Hinspiel weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Dürfte auf jeden Fall ein Spiel gewesen sein, was wir gewonnen haben. Ich schaue mal gerade ganz schnell nach. Wofür schreibt man es denn auch alles in die Videobeschreibung, ne? Wo haben wir es denn? Drei zu eins haben wir gegen Hertha gewonnen beim letzten Mal. Ein ähnliches Ergebnis wäre heute sehr in Ordnung. Im strömenden Regen von Dortmund, hier im Signal Iduna Park am 29. Spieltag. Moment, theoretisch sind die Bayern sogar noch aufzuholen, wenn sie alles verlieren. Wenn sie einfach alles jetzt verlieren und wir alles gewinnen, können wir eventuell sogar noch Meister werden. Das Torverhältnis in dem Sinne haben wir auf jeden Fall dafür. So, Morelos. Auch wenn es natürlich jetzt in den letzten Bundesligaspielen ziemlich nach unten gegangen ist. Elfmeter. Wenn man mal so bedenkt, in den letzten zwei Bundesligapartien 0:8 Tore. Das sagt schon was aus. Und Rekik kann es nicht fassen, dass es dafür jetzt einen Elfmeter gibt, aber... Tja, so ist es nun mal. Und Axel Witzel tritt an. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Fall für Ansu Fati. Ich glaube, der kann das. Und der macht das auch. 1:0. Vierte Spielminute und Ansu Fati trifft. Und das dürfte sogar sein erstes Tor gewesen sein. Das ist es auch. Das erste Tor in der Bundesliga für Ansu Fati. Den Neuzugang vom FC Barcelona, den es für einen sehr, sehr günstigen Kurs gab, wenn wir mal ehrlich sind. Und das wäre eigentlich unsere Chance gewesen, aber Witzel hat hier noch das Foul gezogen. Und der Freistoß segelt komplett durch. Bürki darf abstoßen. Ah ne, Kunja war doch noch dran, krass. Aber dann segelt der Kopfball halt durch. Was willst du machen? Loren. Mittelstädt. Und erneut der Freistoß für die Hertha. Ja, und Rekik versucht natürlich seinen Fehler vom Elfmeter wieder gut zu machen, aber der Schuss, ja. Das wird vorerst nichts, glaube ich. Schöne Balleroberung. Flugkopfball 2 Zentimeter überm Rasen. Und jetzt Córdoba. Fati auf Renier. Gelingt hier nicht. Neuhaus dazwischen. Campagna und Cunha.
Ball wird abgelaufen von Emre Can. Hakimi verliert ihn gegen Mittelstädt und es geht wieder in Richtung Roman Bürki. Mittelstädt und dann abseits. Aber gute Reaktion hier nochmal von Bürki. Auch, ja, ein guter Meter ist das bestimmt. Den Mittelstädt da im Abseits stand. Mittelstädt. Cordoba. Und jetzt kommt wieder Ansu Fati. Sieht da unten Ashraf Hakimi und versucht es mit dem langen Ball, der nicht ankommt. Beziehungsweise der schon ankommt, aber nicht gut weiterverarbeitet werden kann vom Marokkaner, ne? Ich glaube, aus Marokko kommt er. Und wieder Hakimi. Gutes Zuspiel auf Morelos. Der kommt nicht an Rekik vorbei. Und Cordoba. Ja, Hummels hat auf jeden Fall Bock. Und jetzt Montiel. Morelos. Und Emre Can. Den kriegt Fati. Gut durchgesetzt. Aber dann die Flanke gut abgewehrt und es gibt den Eckball. Und mit den Sachen kennen wir uns doch richtig gut aus. Emre Can bringt den Ball rein und dann springt Mats Hummels nicht mal hoch zum Kopfball. So, nochmal Hakimi. Und Ansu Fati. Was für eine Sprungkraft. 2:0, 28. Minute. Da kommt er im Rücken der Abwehr angelaufen. Und hat ein richtig gutes Timing hier. Keine Chance für Schwolo im Tor. Und Fati mit seinem Doppelpack. Der erste Doppelpack in der Bundesliga. 27 Minuten waren es dann. Nicht 28. Ist okay. Kann ich auch mitleben. Und jetzt geht Morelos. Hat hier die Möglichkeit. Versucht nochmal Renier zu bedienen. Hat ja hervorragend geklappt. Ascasiba. Und jetzt Morelos. Alfredo Morelos. 3-0. 33. Spielminute. Wird da überhaupt nicht angegriffen und kann so sein fünftes Saisontor erzielen. Und Emre Can. Ascasiba. Fehlpass. Und jetzt wieder Ansu Fati. Nimmt Junior Firpo mit. Und Witzel. Okay, da habe ich jetzt keine Ahnung, was ich vorhatte. Kunja. Ball in die Mitte und Garcia macht's gut.
bevor Córdoba noch drankommt. Neuhaus. Ascasiba. Loren und das 1:3, 40. Minute. Und das war jetzt Loren höchstpersönlich, 7. Tor. Was? Wurde gewechselt oder habe ich was verpasst? Der Stadionsprecher hat gerade was von der Nummer 14 gesagt. Moremo Roy oder sowas? Ach so. Ja, Loren, natürlich. So heißt er natürlich nicht wirklich. Der heißt Moremo Roy. Und hat die 14. Jetzt war ich gerade wegen 7. Saisontor bei der Nummer 7 und dachte so, hä? Warum trifft er die Nummer 14? Ist das unser Einwurf? Jo. Witzel. Ich hätte jetzt gern nochmal aus der Distanz abgezogen, aber dann ist das halt so. 1:3 aus der Sicht der Gäste und Mats Hummels wirkt trotzdem etwas deprimiert. Was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil 3:1 Führung zur Pause ist doch ganz gut. Und apropos Führung zur Pause. Bayern führt gegen Mainz mit 2:0. Hoffenheim liegt hinten gegen Wolfsburg mit 0:1, genauso wie Frankfurt gegen Schalke 0:1 und Freiburg gegen Stuttgart 1:1, Union Berlin, 1. FC Köln, später noch das Topspiel. In welcher Welt auch immer das ein Topspiel ist. So, dann Tar für Garcia bitte. Ja, dann können wir eigentlich... Ach so, Entschuldigung. Dann bringen wir Haaland, machen wir so, Haaland für Morelos. Und dann kann es weitergehen. Mit dem Anstoß durch Loren auf Córdoba. Bei uns also zwei Wechsel. Einmal vorne, einmal hinten. Mal schauen, welcher sich davon zuerst auszeichnen kann. Neuhaus. Córdoba. Und Junior Firpo. Also Fatih macht das richtig gut. Da immer wieder nachzusetzen. Und Hakimi jetzt. Mit dem Schuss. Und Montiel blockt den Versuch von Renier. So, Eckball für Hummels. Und den kriegt er nicht im Tor unter. Setzt auf an sich als aufs Tor Schießender. Immer eine gute Option, den Ball so zu bringen, dass er auch nochmal vorm Torwart aufsetzt. Wobei es eigentlich bei einem Kopfball nach einer Ecke oder generell bei Kopfbällen viel angenehmer eigentlich ist, den sofort in den Winkel damit zu knallen. Aber gut. So, Montiel. Der Ball segelt durch den 16er, segelt komplett übers Feld und dann ins Aus. Einwurf also hier für uns. Neuhaus. Okay, Renier ist der Strippenzieher. 7 Kilometer gelaufen, 100%ige Passquote. Ja. Obwohl ich ihn eher als Knipser kennengelernt habe.
Aber hier der nächste Ball von ihm. Diesmal wieder für Ansu. Fati, und der kriegt sich im Tor unter, aber dafür Haaland. 4:1. Und Erling zum 37. Mal in dieser Saison. Da wurde es ihm aber auch sehr, sehr leicht gemacht. Und wir sehen es, 37 Tore, noch drei, noch drei Tore, dann hat er den Bundesliga-Rekord zumindest eingestellt. Okay, Córdoba bekommt zumindest den Abschluss. Aber wir bekommen dafür den Abschluss. So. Vergessen wir die Wortspielereien. Ansu Fati auf Haaland. Das ist Meunier. Und das bringt uns die nächste Ecke. Und Hertha wechselt, okay. Arne Meyer kommt für Santiago Ascasiba. So, Neuhaus diesmal vor Hummels. Und Renier an die Latte. Haaland nochmal und Schwolo. Der weiß, wo das Tor steht, muss da nicht mal hingucken, um es gefährlich zu machen. Aber Schwolo mit einer super Aktion. Nächster Eckball. Und diesmal ist es wieder Hummels. Aber dem fehlt heute wirklich die Präzision da. Mittelstädt. Meier. Matthäus Kunja. Für Mittelstädt. Die Flanke kommt und Tah klärt. Bis Spielende ist das Trikot 9 Euro günstiger, beziehungsweise, da wir in Dortmund sind, 0,9 Euro günstiger. Und Neuhaus! 2:4. Aber da stellt sich mir eine Frage. Müssen dann die Leute, die Zuschauer, müssen die da nicht von der Tribüne runter? Müssen die nicht aufhören, das Spiel zu gucken, um sich das Trikot zu kaufen bis Spielende? Ja, auf jeden Fall hier klasse Ballmitnahme und Abschluss von Florian Neuhaus. Trifft hier für die Hertha. 2:4. Erstes Tor auch noch. Und das auch noch so ansehnlich. Für die Hertha. Die Nummer 8, Florian Neuhaus. Schön. Also Fati kann den Trick auch. Hätten wir das auch mal geklärt, den Rainbow Flick. Werde ich eh nie wirklich einsetzen, aber... Gut zu wissen, dass das kann. Kunja. Jetzt dürfen wir aber auch nicht zu verspielt hier agieren. Ngankam? Ich weiß es nicht. Kommt auf jeden Fall für Córdoba. Ngankam. Ich bin schlecht mit Namen, verdammt. So, Lauren. Matthäus Kunja und Jonathan Tah kann es klären. Renier. Schön. Für Haaland. Und Erling. Haaland zum 5:1.
Und in vollem Tempo noch so ein, ja, so eine schöne Schusstechnik hier rausgeholt. Nicht mal mit Gewalt geschossen, sondern wirklich einfach, ja, angestupst, kann man schon fast sagen. 38. Saisontor. Wir sind nah am Rekord. Und Matheus Cunha geht raus. Für ihn kommt jetzt Piontek ins Spiel. 5:2, also jetzt der Spielstand. Ob Piontek das jetzt nochmal ändern kann, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Oh, schön. Und Haaland. Mit Tempo. An allen vorbei. Legt nochmal auf. Kriegt nochmal zurück aufgelegt. Hattrick Haaland. 6:2. Und ich würde eigentlich gerne jetzt nochmal wechseln. Ich würde sagen, Ansu Fati kann jetzt raus. Dafür darf Jadon Sancho rein. Und jetzt geht die Feier weiter. Ja, 6:2 Spielstand oder Ergebnis vom letzten Mal, also quasi verdoppelt. Und Haaland hat wirklich die Möglichkeit hier, heute noch eventuell den Rekord einzustellen. Meier. Witzel, Haaland. Und jetzt Jadon Sancho, gerade neu im Spiel. Jadon. Sancho und Haaland. Macht's mit seinem vierten Tor hier klar. 40 Saisontore. Ja, zugegeben, jetzt wird es wieder viel zu einseitig, aber was soll ich machen? Und Witzel nochmal für Sancho. Und Witzel macht selber 8:2. Drittes Saisontor für ihn. Und jetzt wird es mir wieder so unangenehm, weil es wieder so... Komm, ey. Jetzt ist quasi jeder Ballgewinn und jeder Angriff ein Tor. Aber vielleicht sogar ein Tor für die Geschichtsbücher. Natürlich. Neun zu zwei, Haaland mit seinem fünften Tor nach Einwechslung. Und Saisontor 41. Das ist jetzt neuer Bundesliga-Rekord. Zumindest was FIFA angeht. Ich weiß nicht, wie die Statistik im realen Leben aussieht. Da hätten sie aber auch nochmal eine extra Einblendung machen können, oder? Tor für Borussia Dortmund. Die Nummer 9. Erling Haaland.
Und jetzt ist das Spiel auch durch. 9:2 das Endergebnis. Viel zu hoch. Haaland macht 5 Dinger, knackt den Bundesliga-Rekord. Hat jetzt quasi alle Spieler aufgeholt, die er nicht getroffen hat. So, und ansonsten relativ klare Siege überall, außer halt gerade eben Stuttgart, gegen wen auch immer das jetzt gerade war. 3-2 ganz knapp. Und jetzt gucken wir mal, was für Fragen kommen. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Die Titelhoffnungen können Sie nach diesem Spiel abhaken. Was ist schiefgelaufen? Wir müssen uns anschauen, wo wir Punkte verloren haben und den Titel vergeigt haben. Es gab dumme Ergebnisse, die sich jetzt bitter... Tolles Ergebnis und dann auch noch 5 Tore von Haaland, Ihr Kommentar. So eine Leistung wie heute von Haaland sieht man nicht allzu oft. Wirklich inspirierend. Aber ich danke auch dem gesamten Team für diesen tollen Sieg. Hertha ist ihnen deutlich unterlegen. Das zeigen ja auch ihre 9 Tore. Was raten Sie Ihrem Gegner? Nein. Siege gegen kleinere Teams sind nichts, worauf wir besonders stolz sind. Und Ratschläge für solche Teams geben wir auch nicht. Danke, dass Sie bei uns waren. Alter. Okay. Ich wollte mal so eine Antwort bringen. So, Ziele sind gefährdet. Das finanzielle Wachstum geht mir nicht damit auf den Keks. Ja. Jetzt gibt es nochmal ein Training. Ich dachte, wir kriegen jetzt echt nochmal irgendwo eine Einblendung bezüglich Haalands 41 Toren. Ja. Dann geht es beim nächsten Mal also weiter gegen den FC Liverpool und danach ins Derby gegen Schalke. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin und ciao.